So, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Lost Planet 3 mit eurem kleinen Kumpel. So, wir haben eine neue Mission für eine neue Waffe gekriegt. Uhuhu. Und werden uns natürlich gleich mal nach Marshall's Creek begeben, um das Vieh, was dort sein soll, zu töten. Und um dann die Mission wieder abzugeben. Ja, ich liebe Nebenmissionen. Es gibt nichts Schöneres, als gelangweilte Nebenmissionen euch zu zeigen. Gut, danke, dass wir diesen geistigen Akkus auch mal kundtun durften. Ist jetzt die Frage, wenn ich mit meinem Mech das Vieh erledige, ob das dann genauso was bringt? Schon wieder. Der Hatsch kann dann aber auch leid tun. So, Marshall's Gedöns wollen wir. Marshall's Georg, nicht Marshall's Creek, sondern Georg heißt das Ding. Na? Was hier soll er noch sein? Okay. Jetzt frage ich mich zwar, wo hier einer sein soll, aber okay. Ach, ich habe schon eine Befürchtung, wo das sein könnte. Stimmt, da unten. In dieser dunklen Kräuter drin. In dieser richtig dunklen Kräuter. Ja, wenn da das Vieh drin ist, na dann Halleluja. So. Okay. Da ist keiner. Mal gucken, wo das so sein soll. Na, hole die Sabaki-Probe, jawohl. Da lang. Ich habe irgendwie ein bisschen falsch hier irgendwie. Würde ich es mal so empfinden. Hä? Wo bringst denn du mich jetzt hier hin, wenn ich mal fragen darf? Ich war eigentlich völlig sicher, dass das jetzt war. Aber okay. Man kann ja mal. Ach, da hinten, okay. Was war denn das jetzt? Und nun? Das Ding will mich gerade rollen, oder? Doch. Hä? Ich gucke nochmal, ob ich die Mission ausgewählt habe. So, Abgeprobe. Hä? Nee, ich will nicht rückreisen, aber denke, bei Marshall's Creek müsste sowas sein. Ich verstehe es gerade nicht. Du führst mich doch jetzt eigentlich auch bloß hier
Das ist doch die andere Mission, die du mir zeigst jetzt. Das findet Dr. Roman. Wollen wir mal kurz was anderes machen? So, das ist weg. Okay. Und besucht Dr. Roman. Geht oder lang? Ja, gut. Dann machen wir halt mal einfach mal so und wir folgen das einfach mal. Wird schon richtig falsch sein oder so. Alles sehr kurios hier. Na? Einmal gebohrt. Das ist schon geil, dass man die gut so wegkicken kann. Ich würde mich jetzt gerne auch mehr mit euch beschäftigen, aber ich habe irgendwie dazu gerade keine Lust. Weil ich rausfinden muss, wo ich jetzt diesen Hund besiegen kann. Oder holen kann. Bist du jetzt hier irgendwo oder? Auch ein netter Besuch hier. Guck mal, was da schläft. Schön, um eins. Na komm her jetzt. Und nochmal zwei. Tja. Sehr interessant. Ja. Die Gegner hatten eigentlich nicht sehr viele Chancen, aber mit dem Hund, das klappt irgendwie nicht so ganz. Na egal. Da führt uns hier direkt nicht zu Kovac. Na gut, dann. Wir laufen jetzt einfach mal das jetzt hinher. Ist es halt nun mal so. Müssen wir später machen. Vielleicht taucht er später dann ein Hund auf. Ne, ich will nicht schnell reisen. Ich will eigentlich. Oh, eine Nachricht. Als ich diesen Job bekam, wurde ein Traum wahr. Ich hielt Braddock für einen meiner engsten Freunde. Ich glaubte ihm, dass die Koronne seine Familie sei. Ich ignorierte, dass ich nicht dazugehörte. Ich war nie eine von ihnen. Mhm. Selbst als ich unter ihrem Dach aß und schlief, wurde ich wie eine Fremde behandelt. Klar. Ich bin nicht gerade unkompliziert. Smalltalk oder geistreiche Konversationen waren nie meine Sache. Tja. Da kann deine Familie nicht darüber hinwegsehen. Nö, niemals. Die Schwachen müssen rausgesandert werden. Nieder mit den Schwachen. Wenn die Stürme immer schlimmer toben, denke ich an sie. Ich weiß, sie rücken dem Abgrund näher. Und das kann ich nicht zulassen. Na, nimm erstmal einen Schluck Cognac. Familie halt. Okay. Gut, ich weiß zwar nicht, wo du mich jetzt gerade hier dahin führst, aber es hat ja nichts mit dem zu tun, was ich eigentlich machen wollte. Okay.
jetzt bleibe ich überhängen, jetzt ist doch. So, sind wir jetzt fertig. Schön, Hauptsache. Leck dort durch, so. Maus. Und Maus zu. Dann wollen wir mal die ganze Sache hier mal ordentlich reparieren. Ah, Schweißer und Späh, würde ich mal sagen. Oh yeah. So sinnlos, man braucht eigentlich bloß hier langfahren, aber egal. Na? Und damit Rohr repariert. Schön. Habe ich eine schöne Schweißnaht gemacht? Ja, habe ich. So. Es wäre eine Suche, Prohülle, Probe, Dingsgedöns. Und es führt mich irgendwohin nach oben. Na ja, gut. Anscheinend will es. Oh. Baby, hi. Hi. Tut mir leid, ich wollte Hank ins Bett bringen und habe gehört, wie deine Nachricht gekommen ist. Und jetzt komme ich mir doch ein wenig dämlich vor. Ach, warum denn, Mäuse? Ich bin froh, dass du wieder zurück bist. Ich liebe dich. Meld dich bald. Ich liebe dich auch. Wo führst denn du mich? Das müssen wir mal. Das interessiert mich jetzt, wo der mich jetzt hinführt. Mann, die Trefferquote ist auch rein statistisch zu sehen, oder? Ach, sag bloß, der oben auf dem Berg muss ich hin. Ich kümmere mich später darum. Was kümmerst du dich später darum? Läuft. Tja, ich verstehe das jetzt nicht, was da am Ende mit den. Da kümmere ich mich später darum. Aber Wayne interessiert. Na, hopp, hopp, hopp. Schneller, schneller, schneller. Es wird windig und kalt. So, ich hoffe mal, dass ich eigentlich jetzt auch richtig vor. Indem ich da einfach mal ganz hoch vor. Erfolgreich angedockt. Na? Ladebildschirm. Ist ja wunderschön. So, mal gucken, ob wir jetzt da oben auf den Berg das hier finden, was ich suche. Schwerlastbahn angedockt und bereit. Zumindest scheint es so zu sein. Ah, da helfen wir mal rein, mein Mech. So, nu. Ich glaube, nur will mich das Ding verarschen, oder? Aktuelles Suchen. Achtung! Schwerlastbahn angedockt und bereit. Hm. Führst denn du mich hier hin, mal bitteschön? Sag ich mal, das würde mich jetzt gerade mal brennend interessieren, wo du mich hier hinführst. Ach, guck mal. Da unten waren wir da auch noch nicht. Gucken, was uns da erwartet, wenn wir schon immer hier sind.
Ja, cool, was ist denn das? So wie gebrauchen, ne? Okay. Dann nehmen wir mal die etwas stärkere Waffe. Wo sind wir denn hier gelandet? Was zur Hölle ist hier geschehen? Okay. Ich würde sagen, wir haben sie gefunden. Der Diaz. Ich weiß, wenn ich verloren habe. Dieser Planet gewinnt. Ein übler Trick. Und mein Mech war hin. Ich wollte zu Fuß weiter. Hab's versucht. Doch ich sitze fest. Und die Akreben kommen. Kaum Munition. Keiner weiß von mir. So kalt. Du hast gewonnen, Evik. Dein Geheimnis stirbt mit mir. Okay. Damit hätten wir das Geheimnis um Diaz auch gelüftet. Es war eigentlich schade. Ich habe zwar eigentlich auch gedacht, dass er noch lebt, aber... Tja, sollte dann halt doch nicht so sein. Aber sie hat gekämpft. Sie ist kämpfend untergegangen. Für die Sache. Wie auch immer. Gut. Ein trauriger Moment, aber ist halt so. Ändert an der Tatsache nicht, dass man immer noch auf der Suche sind nach so einem Chiwapshishi. Chiwapshishi. Ne. So. Also ich glaube, das Spiel will mich gerade hier ein bisschen rollen. Ach du Scheiße, wo gehen wir denn jetzt hin? Shelton's Peak wird betreten. Das ist ja wunderprächtig. Danke fürs Gespräch. Gut, dann rennen wir mal hier runter einfach. Oh, schöne Wolken. Alter, was ist denn das für ein Weg, den wir hier rennen müssen? Noch richtig? Jo. Aha. Das klang gerade wie mein Mech, aber ich bin doch ein Arsch weit weg von meinem Mech. Ich glaube, da ist etwa wirklich den ganzen Weg zurück, oder? Tatsache, ich laufe den wirklich den ganzen Weg zurück. Das ist ja wunderprächtig, ne? Also, Hauptsache, es sind keine Gegner dort. Ja, das ist halt so, wenn man mal Langeweile und keine Hobbys hat. Dann laufen wir halt mal einen Weg zurück komplett. So. Hier ist ein Stück Bahn. Und damit war es dann schon zu Ende im Gelände. Ach ne, hier lang geht's noch. Ja. Und nu? Und nu, das war's. Schön. Thema durch. Ah. Müsste überhaupt hin? Oh ne, oder? Ich hätte auf der anderen Seite gemusst.
Es ist deprimierend. Oh, nee, halt, hier ist auch noch was. Für was ist denn das jetzt eigentlich hier? Für was ist das? Kann ich jetzt irgendwo hinunter oder so? Ah! Guck mal einer. Oh, das ist das Mech. Moment, das ist ein Mech. Das muss der von Diaz sein. Ja. Autolog aufsammeln. Wir machen das rückwärts, aber egal. Ich wüsste nicht, welche Wahl ich habe. Nun, da ich es weiß, da ich es selbst gesehen habe, muss es auch die Welt erfahren. Alle müssen wissen, was Nevek ist, geworden ist, wozu es fähig ist. Irgendwer muss es allen sagen. Allen. Aber ich weiß, die hören mit. Immer. Doch man kommt an ihnen vorbei. Nach oben. Ja, nach oben. Nach oben, nach oben. Was auch das immer zu heißen, heißen mag. Gut. Und das war's wohl. Oh, schade. Ich dachte, es gäbe noch irgendwas Interessanteres als nur diesen eingestürzten Mech, aber leider nicht. Na. Jetzt komme ich wohl nicht mehr hier hoch, oder wie? Doch, okay. Das wäre es jetzt noch gewesen. Ich würde so erklären, warum das alles jetzt so zerstört ist. Schön eingedroschen, der Mech hier. Mann, Mann, Mann. Die Diaz kann ja richtig leid tun. So, da haben wir durch Zufall so auch die Geschichte von Diaz erfahren, was aus ihr geworden ist. Sind aber unserem eigentlichen Ziel oder das, was wir machen wollten, nicht wirklich hier weitergekommen. Aber gut, dann halten wir wieder zurück. Mit dem gesamten Mech nach unten und dann mal von unten angegriffen, die ganze Sache. Würde ich jetzt mal so behaupten. Dam, didi, dam. Ich muss sagen, er hat sich aber ganz schön weit geschleppt. Also bis hierher ist schon eine ansichtsbare Leistung. Dafür, dass er von den Akriten angegriffen worden ist. Tja. Gipfel von Sheldon Speak. So, und sonst sind wir wieder am Gipfel. Das ist doch wunderschön. Ach, wie es mich graut, den ganzen Weg unten um noch zu rennen. Aber ich glaube. Ich glaube, da waren wir schon mal, oder? Oder war das andere? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es gerade nicht. Ob das andere war, oder? Ja, fall ab. Nee, brauche ich nicht. Ja, ist da. Nummer 6 funktioniert nicht. So, ach guck mal, Schwerlastwagen angedockt und bereit. Okay. Wie machst du vor mir den. Das ist eine bodenlose Frechheit. Hast du das gesehen? Du machst das Ding vor mir, du machst die Tür zu eigentlich. Das ist ja schon richtig dreist. Also, ne. Achtung! Andockvorgang läuft. Danke. Würde ich mich auch sagen, weil ich raus muss. Na los. Und. Ach. Mann. Ich glaube, das wird eine etwas längere Fahrt heute, wenn das so weitergeht mit diesen Fehlversuchen. Und das alles bloß, um so viel zu finden.
kurz ein kleines Räuspischen. Und damit wären wir wieder da, wo wir angefangen haben. Unten. Wären wir wieder da, wo wir angefangen haben. Achso, wir müssen ja gar nicht mal zum Mech gehen. Wir können ja gleich direkt hier geradeaus weiter sprinten. Schauen wir mal. Hätten wir es gleich. Gut. Sagen wir mal so, hätten wir es gemacht, hätten wir die Geschichte von Diaz wahrscheinlich nie erfahren. So wissen wir jetzt die Geschichte von Diaz. Es ist eine traurige Geschichte. Aber naja. Hoffen wir jetzt mal, dass wir hier unser Ziel finden, also unser... Ah, sieht schon mal gut aus. Bleibst du jetzt da vorne stehen? Keine Ahnung, warum der... Da ist er. Danke fürs Gespräch. So. Und dann noch eins hinterher. Komm her, ja. Frisst die Dinger doch. Das ging ja mal richtig schnell. Ah, dich schnapp ich mir auch noch. Komm her. Na, komm her. So. Und weg ist er. Der Gute. So, haben wir jetzt auch... Das ist lang. Wie so ein Vieh. Da müssen wir gleich mal gucken. Ich glaube, da war wieder so ein... komisches... Geräuschlein. Schauen wir uns mal um. Da. Da ist es. Der Lümmel. Na komm, 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 komm. Und voll. Danke. Ah, so viele erfolgreiche Sachen. Eigentlich solltest du ja auch dich abseilen, aber okay. Ist es nicht so dringend notwendig abseilen. Eh gänzlich überbewertet, muss ich sagen. Siehst du, so kurz war das, hätte eigentlich das sein können. Einfach bloß dahin gehen, schnell mal die zwei Viecher killen und dann wäre gut gewesen. Aber nein, ich wollte es ja wieder schneller machen. Länger meine ich, nicht schneller. Schneller war es ja nicht. Bin schon richtig gespannt, was wir jetzt als nächstes jagen dürfen. Ein schöner... Oh. Warte mal, habe ich überhaupt das Vieh schon in meiner Liste gehabt? Ist so ein bisschen spät zum Gucken, aber naja, gut. Ah, Balerium. Schauen wir mal. Aha, das haben wir schon. Das haben wir schon. Die Riesengrabe haben wir, das haben wir. Conrö. Nein! Wir haben es nicht... Nein, der fehlte noch. Das wäre der hier gewesen. Es ist deprimierend. Naja, gut. Ja, wir können mal hingucken. Vielleicht kommen sie ja nochmal wieder. Ich glaube es zwar nicht, aber... Das ist jetzt natürlich schade. Habe ich eigentlich nicht daran gedacht, als ich das Vieh besiegt habe. Und? Das ist ja wunderprächtig. Na komm her.
Hier bin ich, komm. Bleib ruhig so stehen. Ich will dich einfach nicht abhalten. Tja, so einfach kann man auch mal DNA sammeln, muss ich sagen. Weißt du, ob das so gedacht ist für einen Machern, aber ist mir jetzt auch relativ Wurst. Danke. Dafür lasse ich jetzt auch leben. Ich bin ja kein Unmensch. So, damit fehlen uns laut Theorie bloß noch. Wir schauen mal nach. Das war er. Noch zwei Stück. Tja, irgendwas hier und irgendwas da. Irgendwas Großes fehlt uns da noch. Und dann hätten wir auch alle von diesen... Na, wirst du wohl weitergehen. Von diesen anderen Viechern gesammelt. Hurra, hurra. Was für eine Freude. Sag mal, verdrischt da irgendjemand meinen Roboter oder was ist hier los? Oder wer macht da hier so komische Geräusche? Nein, nichts mit E drücken. So, ich dachte, da wäre so ein Vieh dran, aber derweil war das mein Mecharm. Mein Mecharm, und rein mit dir. Oh, jetzt haben wir wieder einen weiten Weg zurück zur Kolonie. Um die Mission abzugeben. Ja, ich weiß, ich halte mich immer sehr oft an den Nebenmissionen auf, aber ich finde, die sind nicht umsonst da und besseres Equipped ist auch immer gut. Man weiß ja nicht, ob man das dann nochmal machen kann. Ne, gar keinen ein. Ne, da war nichts zu wegmachen. Und außerdem, die Missionspunkte wollen ja auch, dass ich zurückgehe. Ah, das geht ja alles dann. Schnell reisen. Und schwubbeldiwupp sind wir zurück. In unsere Heimat. Auf dem Hauptdeck der Coronis, also zumindest auf der Station Coronis. Na, wo bleibt's? Wo bleibt meine Schnellreise? Los! Ah, da ist es doch schon. So, Hauptdeck. Und ab geht's. Oh, jetzt muss man den ganzen Weg wieder laufen. Das ist wieder eine sehr deprimierende Sache. Aber ich bin richtig gespannt, was die neue Mission ist. Ob es da noch eine gibt. Ach. Oder ob es da keine mehr gibt. Wir wollen dahin. Was? Mach hin! Ich will jetzt fertig werden! Ah. Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist schon um früh. Früh um drei. Es ist morgen Samstag, früh um drei. Und ich labere nur noch Brei. Oh ja, das wird eine Überlänge. Wir sind jetzt schon bei 33 Minuten Spielzeit. Und das Ding will ich jetzt heute noch durchziehen, muss ich sagen. Zumindest hier, bis ich eine neue Mission habe. Und weiter geht's. Ah, das könnten so mal alles abkürzen hier. Also, damit wir nicht so viel rennen müssen. Und die Generatoren, die laufen und laufen. Irgendwann müsste eigentlich mal die Energieversorgung dafür hergestellt sein. Kann doch nicht sein, dass draußen immer 20 Generatoren draußen stehen. Bloß damit mal hier ein bisschen Strom hier drin ist in dieser Eishöhle. Das gab einmal, zweimal, dreimal und dann wieder. So, und jetzt geben wir mal den Schrummelbummel ab. Hallo. Beeindruckend.
Ja, ich weiß. Ich hatte gar nicht erwähnt, dass das Ding sie zu 60% umbringen würde. Wäre mir das nicht ungelegen gekommen? Egal. Naja, 60%. Hoffen wir, dass uns diese Proben den Durchbruch bescheren. Um mehr werde ich sie eh nicht bitten. Man wirft mir vor, sie zu sehr einzuspannen. Und erwarte trotzdem Ergebnisse. Jeden Moment könnte ich einen Nervenzusammenbruch haben. Doch hier, meine neueste Innovation. Ein Abschiedsgeschenk. Los, sehen Sie weiter den Tod. Gut. Kehre zu Dr. Kovac zurück, haben wir gemacht. 2000 Tengenergie. Wieso bin ich da ins Jahr gegangen, wenn er jetzt ins Dot hat? Ich gehe kaputt. Naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen das so wie beim letzten Port. Beim nächsten Speicherpunkt ist dann Schluss. So, wir fassen nochmal den Schrecken der heutigen Tage zusammen. Oh, was macht denn der Feines? Wir sind ein paar Mal in die falsche Richtung gewackelt. Dachten wir zumindest. Haben da durch Zufall das, wie soll ich es ausdrücken, das Überbleiben, also das Bleiben von Dias rausgefunden. Was natürlich schade ist, dass sie tot ist. Ihr Mech ist auch relativ schön Schrott. Tja, und wir sagen, dass eigentlich so wie es aussieht, kein, was natürlich deprimierend ist. Von daher wünsche ich allen einen schönen Abend, einen schönen Tag. Teilt es und liked es. Und empfiehlt mich vielleicht ab und zu mal weiter. Ciao, bye bye, euer kleiner Kumpel. Bis zum nächsten Mal bei Lost Planet 3.